Aus den Höhen des französischen Mont Blanc Massivs kommt die Brasserie du Mont Blanc. Was die für uns ein Bier mitgebracht hat, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, hallo, ich hoffe, es geht euch allen gut und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe heute wieder mal ein Bier aus Frankreich und ich habe nachgeschaut, ich habe das schon mal am Kanal gehabt. Das war in einem Bier-Adventkalender von 2017 und ich habe das Bier irgendwie in guter Erinnerung gehabt, habe mir das Video jetzt gar nicht angeschaut und wollte einfach mal sehen, wie vielleicht sich von 2017 bis 2020 meine Wahrnehmung oder meine Kritik selber ein bisschen verändert. Also ich bin sehr, sehr gespannt, vor allem, wenn ich mir das jetzt gleich alles nachhinein nochmal anschaue. Wir haben das Larousse, ein Amber Ale oder angeblich auch Rotbier. Da sind die Übergänge ja vermutlich etwas fließend, für das sie 2011 beim World Beer Award eine Goldmedaille wohl bekommen haben als bestes Rotbier oder Amber Ale der Welt. Die Brauerei scheint auf 2074 Metern zu sein und es war relativ schwer, was darüber rauszubekommen. Sie scheinen die Braustätte gewechselt zu haben, zumindest die Bilder, die ich jetzt gefunden habe. Auch die Adresse war nicht mehr dieselbe wie vor 3 Jahren und das spricht ja möglicherweise vermutlich für den Erfolg der Brauerei. 6,5% Alkohol sind aufgerufen und was mich ein bisschen überrascht hat, sie wollen es bei 5 Grad haben. Es stand auf der Homepage 5 Grad, was ich für ein Bier, was doch einen kleinen Schritt mehr Alkohol hat, dann ganz spannend finde. Bottle Cap mit Brasserie du Mont Blanc. Es sind 3 Malze drin und die sind ganz streng geheim. Dank der Allergenverordnung ist es Gerstenmalz und Weizenmalz zumindest drin. Und wenn ich das richtig lese, ist auch Hafer mit drin in Form von Haferflocken. Also damit wäre das möglicherweise geklärt. Auf der Homepage steht, dass es ganz geheim ist. Aber wie gesagt, die Allergenverordnung hilft ja manchmal ein bisschen da weiterzuschauen. Hopfenseitig ist Strisselspalt aus dem Elsass verwendet worden und da habe ich mir gedacht, ups, den habe ich doch schon mal irgendwo in einem Bier gehabt und dann fiel es mir ein, ja, das war im weißen Nicobar aus dem Brausegusswerk, wenn mich da nicht alles täuscht. Aber Reini, wenn du zuschaust, ich glaube, das war der Strisselspalt, den du da verwendet hast, eine etwas ältere und nicht mehr so häufig verwendete Hopfensorte. Ja, da können wir, glaube ich, sagen, es ist ein weitestgehend klares, nur ganz leicht getrübtes Bier. Schönes, rotbraunes, kupferfarbenes Bier. Ein beiger Schaum obendrauf mit kräftigen 2 Fingern, der auch eine schöne Gardine ans Glas zaubert. Also da ist, glaube ich, mal für viel Freude gesorgt. Kohlensäure auch sehr intensiv im Glas. Also da spricht auch der Schaum obendrauf die parallele Sprache dazu. Also es ist sehr... Also natürlich sind auch offensichtlich bei den Gerstenmalzen, also ich würde mal vermuten, dass da sogar mehr als 3 nur Malzsorten drin sind. Es hat so einen leichten fruchtigen Touch, so dunkle Beeren, aber auch karamellig röstmalzig. Also für ein, ich sag mal, klassisches Amber Ale sehr überraschend. Ja, in diesem Sinne. Cheers! Das ist ein Bier de Garde, also Biere, die gebraut worden sind. Oh, hoppala! Gelagert zu werden. Und man schreibt, dass das Bier tatsächlich 2 Jahre im Idealfall gelagert wird. Mal schauen, was. Ja, also am 11.08.21, dann hätte man das MHD vielleicht auch ein bisschen abändern müssen. Aber ich gehe davon aus, dass das dann doch relativ frisch kommt. Aber jetzt mein Hoppala. Zwei Dinge. Es hat eine kräftige Frucht. Also die dunklen Beeren sind dann doch nochmal sehr vordergründig. Aber 6,5 Volumenprozent Alkohol habe ich selten so vordergründig alkoholisch gesehen. Also dann merkt man den Alkohol tatsächlich. Auch im zweiten Schluck geht es dann tatsächlich. Aber leichte Süße, kräftige, ist aber sehr, sehr feine Kohlensäure, sehr weich im Mund. Und was bei dem Bier ein bisschen spannend ist, was am Anfang so fruchtig, süßlich gewesen ist, das wird im Verlauf, kriegt das so eine leichte
herbere Note, die süßlichen Noten verschwinden und machen Platz für eine bittere. Das ist sehr angenehm. Was bleibt, ist so ein bisschen so eine karamellknussige Note. Bisschen Lakritz vielleicht, dezente Säure. Also, da ist schon ein bisschen Komplexität auch geboten. Es ist vom Körper her, finde ich es vergleichsweise schlank, wobei ich sage, das ist sicher noch irgendwo im mittleren Bereich. Kohlensäure ist auch von der Intensität her sicher im Mittelfeld angesiedelt, aber am oberen Ende, und durch die Feinheit kommt es einem dann tatsächlich ein bisschen mehr vor. Samtig weich, auch wenn es tendenziell ein bisschen dünner wird. Und ja, es ist so hinten raus mild, malzig, würzig, nicht mehr ganz so süß und fruchtig. Also für meine Begriffe ist es tatsächlich vermutlich ein Bier, was man, vielleicht hätte ich jetzt den ersten Teil machen sollen, hätte ich nur die Flasche zeigen sollen und sagen, so, 2 Jahre ist empfohlen worden, wir sehen uns in 2 Jahren wieder, und das Bier einfach mal für 2 Jahre in den Kühlschrank stellen sollen. Es hat noch so ein bisschen so einen unrunden Eindruck, und das kommt eher durch diesen etwas vordergründigen Alkohol, wo man sich gut vorstellen kann, dass der innerhalb von 2 Jahren sich besser einbindet. Kohlensäure mir auch ein Tick zu aktiv, und ob dieser Feinheit stört dann so ein bisschen das Gesamtbild. Aber wie gesagt, es ist ja auch angegeben, dass eben 2 Jahre man das Bier durchaus, Entschuldigung, lagern kann oder vielleicht auch soll. Deshalb für das Larousse von der Brasserie du Mont Blanc aus Frankreich, und ich habe sehr viel zu selten Biere aus Frankreich, 3,5 Punkte für das Bier der Brasserie du Mont Blanc aus La Motte Servolex in Frankreich. Und wenn ihr andere Biere aus Frankreich mir empfehlen könnt, beziehungsweise vielleicht von der Brasserie du Mont Blanc was kennt, was ich mal versuchen sollte, dann bitte einen Tipp an mich. Bin da sehr empfänglich, vor allen Dingen, wenn ihr mir dazu schreibt, wo man es kriegen kann. Sag dann danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss, baba, servus, Prost und ahoi, cheers.